Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute alleine, da heute mein Follow Me Around startet. Und zwar fliege ich heute nach Schottland und da habe ich gedacht, nehme ich euch einfach mit und wünsche euch dabei viel Spaß. Ich wollte euch einfach nur kurz zeigen, was ich anhabe. Und zwar habe ich einfach meinen Schal an, eine Softshelljacke, eine Jeans und dann habe ich die Stiefel an hier, weil wir da auch so wandern gehen und alles. Und deswegen, ja, wollte ich einfach nur sagen, dass wir jetzt losgehen. So, wir fahren jetzt zum Flughafen. Und ja, ich bin irgendwie schon voll aufgeregt. Wir sind jetzt schon am Flughafen und gleich geht's los. Und dann gehen wir jetzt rein, oder? Ja. Ja. Wir sind gerade in Duty Free und gucken hier noch so ein bisschen. Und ja, wir sind jetzt durch diese Kontrolle durch. Und oh mein Gott, ich habe da immer so Angst, ne? Aber ja, ich traue mich immer nicht so zu filmen, weil mich immer alle angucken. Aber okay. Und ja, wie gesagt, wir sind im Duty Free und fliegen gleich los. So, wir laufen jetzt gerade zum Gate. Wir sind Gate 65. Genau, und dann geht's gleich in den Flieger und ja, ich krieg langsam Flugangst. Also, wir sehen uns dann im Flugzeug. So, wir sitzen jetzt im Flugzeug und dann geht's auch gleich los und genau, dann werde ich, glaube ich, jetzt das Letzte sagen im Flugzeug und melde mich dann, wenn wir gelandet sind und ja, dann sehen wir uns nachher. So, wir sind jetzt angekommen und haben schon unsere Koffer und alles abgeholt und laufen jetzt zu unserem Leihauto. Hinter mir steht jetzt unser Leihwagen. Also das ist unser Leihwagen, das ist ein Ford. Sieht eigentlich ganz cool aus, die Farbe ist nur gewöhnungsbedürftig. Und hier scheint so schön die Sonne, also ist echt so schönes Wetter hier, ne? Und es ist ja eine Stunde zurück, das heißt, wenn es bei uns jetzt 16 Uhr ist, ist es hier 15 Uhr. Und ja, aber es ist so schönes Wetter und ja, wir werden jetzt so einen Roadtrip machen. Und also wir werden jetzt nicht in einem Hotel bleiben, sondern immer so einen Roadtrip machen und man muss jetzt auf die andere Seite. Stimmt. Nein, doch nicht. So, und genau, also wir werden hier so einen Roadtrip machen und immer eine Nacht in einem Hotel schlafen. Wir bleiben ja 4 Tage und dann nehme ich euch halt immer auch so mit und ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal los. So, ich weiß gar nicht, ob ihr mich hören könnt, aber nee, wir haben kurz. Du bist so blöd. Und ja, wir haben gerade halt gerade mal kurz angehalten. Da hinten irgendwo sind Hirsche, aber ich kann die irgendwie, also irgendwie bin ich ein bisschen blöd. Ich bin blind, ja. Meine Schwester macht gerade schön Fotos da. Und ja, aber es. Ich bin ein bisschen blöd. Ja, also ist voll schöne Aussicht so. Ja, da ist Mutter. Ja, und Sonne scheint. Und einfach richtig schönes Wetter. Meine Schwester spinnt hier ein bisschen rum. Darf ich auch mal Hallo sagen? Herzlich willkommen auf dem Kanal Lifestyle Moor. Ich grüße meine Mama, mein Papa, meine Oma und dich. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Ja, also wie gesagt, wir haben hier gerade oben am Smoken. Wie gesagt, wir haben halt hier gerade ein bisschen Pause gemacht und ja, also ich muss echt sagen, das ist echt schon eine ganz schöne Landschaft. Also es ist wirklich eine schöne Landschaft hier, oder? Ja. Dann fahren wir jetzt weiter und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes anhalten. So, wir sind hier gerade noch bei Lidl. Meine Mutter und mein Stiefvater sind drin. Meine Schwester spielt Cut the Rope. Und ich sitze hier. Genau, und oh, Schock des Lebens gerade, ne? Wir haben gerade fast einen Unfall gebaut. Oh, Schock des Lebens. Ich habe voll gelacht irgendwie. Also ich habe mich die ganze Zeit krank gelacht, bis meine Schwester dann irgendwann gesagt hat, hör mal auf zu lachen. Aber ich musste, keine Ahnung warum, ich fand das irgendwie witzig. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das der Schock war. Keine Ahnung, aber irgendwie fand ich, keine Ahnung. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber wir sind gleich halt im Hotel, halt nur noch kurz was einkaufen gehen, ein bisschen essen. Und dann gibt es auch eine Roomtour. Und ja, weil wir sind ja nicht immer, ich habe ja gesagt, dass wir so Roadtrips machen, also einen Roadtrip machen. Und wir sind halt nicht immer in einem Hotel, sondern wir fahren halt dann
Bed and Breakfast, kein Hotel, Bed and Breakfast, fahren wir dann immer woanders hin. Also die Nacht schlafen wir dann halt da und die andere Nacht schlafen wir da und die Nacht schlafen wir dann da und die Nacht schlafen wir dann hier. Sind wir bei Freunden. Genau, und morgen sind wir dann bei Freunden und da schlafen wir dann bei denen. Die haben nicht ein Bed and Breakfast. Und genau, das wollte ich eigentlich nur schnell sagen und dann sehen wir uns gleich im Hotel. Bed and Breakfast! So, hinter mir ist jetzt unser Bed and Breakfast. Da schlafen wir die erste Nacht drin. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, weil wir müssen jetzt erstmal irgendwo hinlaufen, weil wir keinen Plan haben, in welchem Zimmer wir schlafen. Deswegen nehmen wir die Koffer auch noch nicht mit. Ich habe jetzt einfach nur meinen Rucksack mitgenommen. Meine Jacke. Und ja, wir waren ja gerade bei McDonald's und irgendwie ist mir jetzt so ein bisschen komisch, ne? Also, ich weiß nicht, ob es die Müdigkeit ist oder so, aber ich habe mir halt Chicken Nuggets bestellt mit Barbecue-Soße, aber kam nicht dazu. Deswegen habe ich nur Chicken Nuggets gegessen mit ein bisschen Pommes. Und ja. Also wir werden da jetzt mal reingehen und dann bin ich mal gespannt, wo wir dann schlafen werden, in welchem Zimmer. Und ihr seht auf jeden Fall eine Roomtour und dann. Und ja. Wir sind die Zimmer Nummer 6. Und wenn man reinkommt, sieht das dann so aus. So, ich werde jetzt mal kurz die Tür schließen. Und dann ist hier die Tür. Da haben wir jetzt unsere Jacken hingehangen. Dann sind da Handtücher, da sind unsere Schuhe plus Mülleimer. Dann ist da so eine Kommode. Und ja, die ist eigentlich voll cool. Also da ist halt auch so Spiegel, ne? Und hier kann man sich halt so Tee machen und alles. Also auch voll cool. Ich glaube, werde ich mir auch gleich machen. Dann ist da noch eine Lampe, ein Schrank. Aber die werden wir jetzt nicht da werden wir jetzt nichts reinpacken, weil wir nur eine Nacht hier sind. Dann ist da ein Bett und das noch ein Bett. Also da schlafe ich. Da schläft meine Schwester. Dann ist da ein Nachtschrank. Und genau, dann ist da Fenster, ein Sessel plus Fernseher. Und hier kommen wir dann in unser Badezimmer. Das ist voll schön, ne? Also hier ist so die Toilette. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so schön. Aber genau, die Toilette. Dann ist da ein Spiegel. Waschbecken und die Dusche und ich mag das halt auch so voll in England, Großbritannien bzw. Schottland, so die Wasserhähne, ne? Finde ich irgendwie so voll cool. Und genau. Das ist dann so unser Zimmer. Das ist eigentlich schon so der erste Tag, würde ich mal sagen. Ja. So, wir sind jetzt schon waren jetzt schon die erste Nacht im Bed and Breakfast und wir haben uns schon so weit es geht, also so gut es geht. Nein, doch. Wir haben uns schon fertig gemacht. So, und genau, dann gehen wir jetzt gleich zum Frühstücken und ich muss mal gucken, ob ich euch da mitnehme. Aber ich probiere es. Also wenn ich blende ich euch ein Foto ein. Und genau, also wie gesagt, gehen wir jetzt zum Frühstück und fahren danach auch schon weiter zu Freunden. Und da filme ich dann auch nochmal die Fahrt über, und also wo wir anhalten. Und da schlafen wir dann 2 Tage bis Sonntag. Und am Sonntag geht es dann wieder zurück zum Flughafen. Und, hey, nee, wir schlafen nur eine Nacht da, oder? Aber wir können doch nicht von Sonntag... Nee, wir schlafen heute ist Donnerstag. Wir schlafen heute Donnerstag zu Freitag und Freitag. Ach so, genau. Nee, heute ist Samstag. Heute ist Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag. Stimmt, wir schlafen 2 Tage da und dann geht's am Samstag zurück. Und da schlafen wir dann nochmal am Flughafen eine Nacht im Hotel. Und ja, dann nehme ich euch so gut es geht immer mit und wünsche euch dabei dann viel Spaß und gehe jetzt erstmal frühstücken. Wir sind gleich fertig mit dem Frühstück. Meine Schwester isst jetzt noch kurz ihre Cornflakes auf. Und wir haben so schönes Wetter hier, denn wir fahren nachher auf... Welcher Berg war das? Ben Nevis. Ben Nevis. Der höchste Berg von Großbritannien. Und da klettern wir so ein bisschen drauf. Und dann nehme ich euch mit. Der ist 1344 Meter hoch. Und ja, genau. Das ist die Aussicht so von dem Hotel. Also nicht Hotel. Bed and Breakfast. Ich sage immer Hotel. So, und kleinen Moment. So, muss kurz runtergehen. Dann könnt ihr das. So. So, da haben wir drin geschlafen. Und genau, das ist... Warte, Mama, du musst weggehen, wenn du nicht drauf sein willst. Und ja, genau. Das ist so die Aussicht davon. Und ja, genau, das wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen. So, wir sind jetzt in der Gondel von... Also, weil wir jetzt gerade zum Ben Nevis fahren. Und ich fühle mich so auf wie auf Skifahrt, ne? Es ist so voll krass.
habt ihr auch das Hollow Mirror bestimmt gesehen. Und man fühlt sich einfach so richtig wie auf Skifahrt, weil es auch da so war. Und ja, also wir fahren da jetzt hoch und dann melde ich mich, wenn wir oben sind. So, wir sind jetzt auf dem Berg drauf und laufen gerade hier ein bisschen. Und müssen mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Also wir beobachten jetzt erstmal hier die hier so Skifahren und so. Da liegt noch Schnee. Aber ist richtig warm. So, und da mit der Gondel sind wir halt gefahren. Weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Und ja. Genau. Ich hoffe, ihr könnt jetzt wenigstens ein bisschen was sehen. Und genau. Sieht auch voll cool aus hier irgendwie so. Mal gucken, was wir hier alles noch so sehen werden. So, ne? Aber nehme ich euch auf jeden Fall mit auch. Und ja, dann möchte ich auch noch sowas sagen, so, ne, Lena, falls du das Video hier siehst, ne, ich vermisse dich so richtig, ne, das ist voll krass, vor allem, weil momentan auch so Momente sind, wo man echt so eine beste Freundin braucht, weil es einem vielleicht nicht gerade so gut geht und deswegen vermisse ich sie voll, oder wenn du es siehst, ich vermisse dich so, also ich weiß ja, dass du es sehen wirst, aber ja, auf jeden Fall vermisse ich dich sehr doll. Damit du es weißt, ich habe dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Ich liebe dich, meine beste Freundin. Und ja, wollte ich dir nur mal sagen. Kussi.